Here we go. Hallöchen Leute, Valamorghulis und ja, seid gegruselt zu einem neuen Part von Pokémon Blau. So, ich werde mir jetzt den EP-Taler abholen, denn ihr seht genau jetzt eingeblendet. Ich war sehr emsig in meiner Freizeit und habe doch tatsächlich die restlichen Pokémon gefangen, um auf 50 zu kommen. So, wir haben also 50 unterschiedliche Pokémon gefangen. Wir kriegen genau den EP-Teiler. Juhu! So, damit können wir noch arbeiten, Freunde. Damit können wir gut arbeiten. Ich habe während der ganzen Pokémon-Fangzeit genau ein einziges Level bekommen. Und zwar für Magnetilo aka Mars. Ja. Jetzt ja, mich zuzulabern, Junge. So. Mars ist auf Level 22 und genau das war's auch. Okay, so, Freunde. Wir haben also den EP-Teiler. Jetzt geht's ab hier. Okay, den müssen wir ja in der ersten Generation. Ich erwähnte das letzte Folge schon. Da ist ja ein bisschen seltsam. Es dauert unglaublich lange. Zum Glück kann ich das wegspeeden. Und so prall ist er jetzt auch nicht. Aber es wird uns alles helfen. On the way to the top 4, guys. Road to top 4. Yeah. Okay, also das werde ich auch direkt nutzen, das Training. Wir haben natürlich, also Knofenser ist jetzt unser Counterpart, könnte man fast sagen. Aber wir haben ja den Ultraschall. Oh, Glück gehabt. Aber wir haben ja den Ultraschall. Das ist natürlich eine sehr schöne Attacke. Denn, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Ultraschall macht immer gleich viel Schaden. Lass es 20 sein. So, jetzt kriegt jeder, ihr seht das, Pluto erhält 26 ganze EP, Freunde. 26 ganze, ne? Hammer, Junge, Hammer. Da werden quasi, es ist so schlecht gemacht eigentlich, da werden die EP, sagst du, es gibt 100 EP, gell? Die werden jetzt auf alle 6 aufgeteilt. Wie geil ist das denn, Freunde? Wie geil ist das? Ich sollte mir vielleicht überlegen, ein paar abzulegen. Das mache ich. Ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Dann werden die EP natürlich nur noch unter denen aufgeteilt, die wir noch im Team haben. Das, so, pass auf. Wir nehmen Magnetil auf jeden Fall mit. Und ein starkes. Warte mal, Event. Was kommt denn da jetzt oben? Weiß nicht, ob wir Surfer brauchen. Ich glaube, ich nehme den VM-Sklaven mit. Sowie Mew. Mew wird das für uns regeln, wenn wir in eine Bredouille kommen. Oh, ah, ne, den nehme ich natürlich nicht mit. Smetbo müssen wir auch noch ablegen, genau. Okay, pass auf. Jetzt haben wir ein starkes und drei Lowbobs dabei. Eins, na gut, zwei Lowbobs. Da können wir im Prinzip auch den Chainera schon mitnehmen an dieser Stelle, ne? Meine Herr, muss ich jetzt noch die Box wechseln? Bin ich schon mit Box 3 angekommen, ne? Wenn wir hier 50 Pokémon die fangen, ey. So, dann also, der Chainera. Chainera, wo bist du? Ist du? Oh, Chainera hat ja doch gar keinen Spitznamen. Holy Macaroni, da müssen wir dann nochmal in Lavandia den Spitznamen-Menschen aufsuchen. Gut, jetzt haben wir zwar wieder 5 mit. Eigentlich dumm. Jetzt habe ich ein Pokémon gespart. Aber wir trainieren gleichzeitig Chainera und immerhin doch eins weniger. Also man darf das nicht unterschätzen, Leute. Ihr unterschätzt das, ich merke das schon. Ihr unterschätzt das, stimmt's? Du, ihr alle unterschätzt das. Aber mal gucken. Ich bin sehr gespannt. So, hier haben wir schon mal direkt einen Knofenser. Das gibt gleich... Oh nein, ey. Alter, ich hasse diese... Verranzten... Wirklich... Ich hasse diese verranzten Pflanzen-Pokémon. Ich könnte brechen. Oh, jetzt ist er auch noch vergiftet. Ich glaub das nicht. Du kriegst eine richtige Psychokinese ab, du Eimer, ey. So, es gibt schon 66, na, schau doch. Schau doch, so, das werde ich alles speeden. Das muss nicht sein. Freunde, wir sind... Hey, ich habe gar nichts, ne? Ich habe keine Items. Keine... Oh, hier, ein Paraheiler, ein Gift, das war's. Und irgendwie 300 Gold oder so. Das ist einfach lächerlich. Paraheiler, das ist mein letzter, das ist der Hammer. Oh Gott, ey. Und Ditto, Hammer zwar schon, aber können wir natürlich knechten. Können wir natürlich knechten. Bäm, 111 für je... Nee, warte mal, 22. Ach so. Ach, okay, also die 22, die 111, die werden wiederum aufgeteilt auf 5. Das ist dann, ja, 22, 5, 8, 12. Ach, weiß ich nicht, könnte hinkommen. Auf jeden Fall ist so der Plan des EP-Talers. Hallo? Bin ich ja am Nicht-Treffen oder wie? Supertrank!
Ich würde gerne mit... Oh, das Rai, was geht denn ab mit dir? 312, yay! Und 60 an alle. Okay, das ist ein bisschen Zeit... für euch nicht, ich... Also auch für mich nicht, ich speede ja. Aber ein bisschen nervig ist es halt schon, ne? Also, what ist da gerade passiert, Freunde? Was ist passiert? Pass mal auf hier, war Chanera ins Feld. Was sagst du denn jetzt? Jetzt kommen wir mal hier mit Chanera um die Ecke, mit einem schönen, guten, alten Duplex-Hieb. Bam, patsch, patsch, kriegst du Backenklatsche, Freund. Aber ich glaube, ich mach doch lieber einen Pfund. Ich treffe nix. Nix. Warum treffe ich nix? Guckt euch das an. Level 26, 170 EP, HP. Herrlich. Aber ich treffe nix. Alter, der Borinda, der macht mich ja fertig, oder wie? Wicke, komm. Jetzt hier, Kepler, jawohl. Jawohl. Oh, du. Achso, da kommt ja noch was. Na herrlich, und wir haben nur Wickel. Oh. Und es trifft. Nix trifft. What the heck? Was ist hier gerade die Folge verflucht? Wieso trifft hier denn nix? Boah. Okay, dann muss es Mew richten. Komm, Pfund, mein Freund. Bam. Bam. Ja, mit Mew kann man halt immer rechnen. Taubsi. Es ist zwar nervig, aber wir müssen halt wechseln, ne? Sonst ist das Training hier mehr als ungenügend. Aber was soll's. Bam. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Jetzt, das heißt, ich habe... ich habe richtig schön meine letzten beiden Items verballert. Gegengift, Paraheiler, schön weggeballert. Für nix. Dafür, dass ich jetzt wieder ins Center rennen muss. Warum renne ich eigentlich, Freunde? Hm? Warum renne ich? Ich habe doch hier ein starkes Mew. Fliegen! Danke. Oh, bin ich hier gelandet? What? Oh, hier sind Trainer, na gucke. Da bin ich in ganz komischen Gebieten hier gelandet. Okay, einfach mal nach unten krachen. Ja, wir könnten natürlich auch ein bisschen surfen, ne? Aber ich möchte erstmal die Route zu Ende bringen. Dann haben wir auch noch rechts von Azuria City. Da ist auch noch eine Route, die haben wir auch noch nicht... Oh, das Vieh macht mich doch locker wieder giftig, ne? Ja! What? Hallo! Was ist denn los hier gerade? Ich kriege ja nur heftig auf die Nase. Vergiftet, jawohl. Danke, du Ei. So, komm jetzt, komm hier, den Tag. Komm, Chanera, komm. Mach was. Okay, ich probiere mal einen Pfund aus. Oh, Volltreffer. Unglaublich. Okay, der Pfund ist... Alter, wir kriegen hier voll auf die Nase, ne? Komm, jetzt kriegst du erstmal eine Dollarwelle ab. Ah, wir sind... Ah, mein Gott, gewickelt. Oh, ich glaub's nicht. Jetzt haben wir's aber. So, und jetzt fang an zu wickeln, Junge. Wickel, wickel. So. Meine Oma hat mir früher mal Wadenwickel gemacht. Kennt ihr die? So ein altes Oma-Ding. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die gut sind, um ehrlich zu sein. Wofür sind Wadenwickel eigentlich gut? Hm? Wofür? Ist das, wenn man, weiß nicht, wenn man, okay, wenn man krank ist im Allgemeinen? Oh, 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 Eis gegen Drache. Das sollte uns in den Top 4 nicht passieren. Okay, es lässt sich alles andere als gut trainieren hier. Aber, egal, so, das Leben ist hart, ne? Was willst du machen? Das Leben ist hart. Leben ist kein U-Bahnhof. Man muss nehmen, was kommt. Ja, das muss man machen. Wir können jetzt hier einfach nur ein bisschen weinen und uns mühsam durch diese Sache hier durchkämpfen. Ach so, ich habe gar nicht gelesen. Stirb! Bekommst du einen Herzinfarkt? Okay, ich sollte mal nicht so viel speeden. Also, ein bisschen was vom Spiel wollen wir auch noch mitkriegen. Tut mir leid, ich war ein wenig überschwänglich. Ich wollte es schnell machen für euch. Damit ihr nicht so viel von diesem ganzen Training hier mitbekommt, ein bisschen was werde ich auch noch speeden. Also hier, ein paar Attacken kann man ruhig noch speeden. Tackle! Nein, wie verwirrt! Oh Mann! Komm schon! Ah, was ist denn los gerade? Wieso machen die mich so nackig? Was sind das für harte Viecher? Ich meine, gut, Level 29. Ah, ja, ja, ey. Komm jetzt bitte, setz einen Pfund, Chanera. Oh, oh, es macht null! Okay. Dann eben... Alter, was geht denn ab? Volltreffer, yes, komm, komm Baby, komm. Ja, huhu. Wir haben eine getötet, nicht mit Mewhu. Ist das cool. So, das will ich auf jeden Fall weg. Okay, Sieper, ein Sieper. Tja, was können wir dem Sieper entgegenstellen? Vielleicht ist Kepler. Erstmal eine Donnerwelle drauf, würde ich sagen. So, und dann wird gewickelt. Wir haben leider keine anderen Attacken. Das werde ich mit Sicherheit speeden. Das wollt ihr euch nicht mit anschauen, wie ich hier 100 Mal wickle. Juhu, Level 27 auf Dratini.
Alter, diese Dratini, ne, Freunde, es macht mich verarm. Wirklich, macht mich fertig, das Dratini. Wegen dem Dratini geht hier gerade, oder ging ja bereits schon, ein Teufelskreis ungeahnten Ausmaßes ist ja ausgebrochen, ne. Hier ist der Lucifer los, weil wir so viel Kohle rausgehauen haben für dieses Dratini. Alles Geld, was ich besaß, habe ich rausgeschmissen, um das Dratini mir gönnt. Werd gerade, ich glaube, VM-Sklave nur Level bekommen, um mir das Dratini zu kaufen. Und ich bin jetzt dauerhaft im Stress, Leute. Ach, so geht's zu den Seeschauminseln. Ah ja. Ja, dauerhaft im Stress, ne? Nur in Geldmangel in einer Tour. So, eben musste ich ja schon wieder für 12 oder 13 Pokémon Pokebälle kaufen. Das hat mich schon wieder völlig ausgenommen. Wir haben ziemlich genau 1500 Gold. Dabei habe ich schon ein Top-Genesung verkauft, damit ich mir weiterhin Bälle kaufen kann. Also das ist echt, echt, echt schlimm. Es mangelt an allem. Mangelt jetzt haben wir ein paar Bälle, mangelt an Tränken. Nächstes Mal hole ich Tränke, mangels an Bällen, die später nicht mehr so wichtig sind, natürlich die Bälle, aber auch für jegliche Medizin mangels. Ach scheiße, jetzt habe ich, oh nein, jetzt habe ich ja keinen Surfer mit. Oh, ist das alles. Also, okay, dann nochmal zurück. Ich werde jetzt aber nicht, oder? Nee, ich wollte sagen, ich nehme Turtok mit, aber dann haben wir ja wieder eins mehr zum Teilen. Da nehme ich mir doch jetzt den Surfer mit. Surfer, Surfer. Ja, dann nehmen wir auch noch den Surfer mit. Bringt das dem VM-Sklaven bei. Genau das, wofür er auch da ist. Yeah. VM-Sklaven. Kepler. Ach, oh, warte mal. Dragoran. Was haben wir denn schönes? Ein oder zwei Drachen. Ja, eigentlich kann der Surfer gut gebrauchen, ne? Also zumindest nicht gebrauchen. Sagen wir es mal so. Nicht gebraucht. Dann haben wir auch, doch, das ist gut. Komm, dann haben wir gleich mal eine bessere Attacke als diesen vermaledeiten Wickel. Das lob ich mir doch. So, was haben wir denn weg? Hier, kommt Silberblick weg. Tschüss. Silberblick weg. Und wir lassen Surfer. Fantastisch. So, Surfer wird abgelegt. Cool, jetzt haben wir schon mal ein Dratini mit einer Attacke immerhin. Ja, das freut mich sehr. So, alles klärchen. Haben wir geheilt? Wir haben geheilt. Das wäre ja schön. Achso, hier, ich bin jetzt nur hier, weil ich noch diesen einen Kampf hier machen will. Den hier. Blub. Und dann. Ich schaue auf das Meer. Um zu vergessen. Ja. Alles klar. Okay, aber nackig mache ich dich trotzdem, meine Schöne. Oder mein Schöner. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Oh, Level 30, der macht mich völlig fertig. Mit 49. Schaut euch das an, ne? Mars, also der Aktiv Level 22, 49 KP. Chanera 4 Level höher und einfach mal 150 HP. Immer klar, dafür ist Chanera 170 HP, ich entschuldige mich. Dafür ist Chanera nun mal bekannt, das ist ja klar, aber es ist einfach nur eine, was für eine Dimension wir hier sprechen. Ich hoffe doch, dass es Spezialattacken, ja, das dürfte eine Spezialattacke sein, dagegen sind wir gewappnet. Ja, da sehen wir auch die Geilheit von Chanera, eben gegen Spezialattacken. Oh Gott, ein Duplexit macht einen Scheiß, ich brauche... Oh, seht ihr, Leute, Weichei können wir uns auch noch abholen, ne? Das gibt's in, Puxania City, Prismania City. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Komm, ich sing den. Oh, keine Wirkung. Herrlich. Dann hier, komm, Duplexil. Es trifft null. Gar nicht. Einfach gar nicht. Ja, es gibt nur daneben. Was ist das denn? Was hat denn das bitte für eine Trefferchance? Oh, die sind ja P alle, ne? Oh. Leck mich auf Zuckerli. Alles geht daneben. Hat er mich irgendwie ge... Ich weiß nicht. Hat er mich geirgendwastet? Okay, dann sehen wir jetzt mal Mars und vielleicht überleben wir ja. Yeah, wir haben ihn getötet. Level 23 mit Maus. Juhu. Chanera. Okay, EP-Teiler. 25. Das kann man ja fast gar nicht aufrechnen. Wie wenig das ist eigentlich. Okay, ich bin... Ja, sieht schon wieder nicht so gut aus. Da holen wir doch Kepler rein, ne? Außer der hat jetzt hier eine Drachenattacke. Ich weiß gar nicht, ist... Seba schon Drache? In Generation 1? Da kann mir gerne der Ardraxis, Lukas, der kann mir das gerne sagen. Der Junge weiß einfach alles. Seemon, ob Seemon ein Drache ist, ich bin da echt unsicher. Ich könnte ja, würde ja fast sagen, nur Wasser. Aber ich warte mal auf die Antwort. So, EP-Teiler. Kein Level, okay, schade. Juti, dann wieder heilen. Nein, ja.
Heilen, 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 heilen. Blub, 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 blub. Heilerino, Heilerino. So, jetzt geht es ab rechts von Foxiana City, wo wir eigentlich hin wollten. Ich bin ja nur aus Gründen bin ich ja da runtergekracht, ne? So, also wie gesagt, rechts von Azuria geht es auch nochmal lang. Da ist nur noch ein paar Trainer. So, runter geht's auf die Seeschauminsel. Die nehmen wir aber erst mit, wenn wir, also nach der Zinnoberinsel mache ich die. Das ist so mein normaler Ablauf. Ich schwimme zur Zinnoberinsel, mache da die Sachen, die es zu machen gibt. Und da müssen wir ja zwangsläufig ohnehin auf die Seeschauminseln, um den Öffner zu holen, den Arena-Öffner oder was auch immer wieder holen müssen. Hm, meine Vögel, schaudern! Du bist wirklich sehr gut sein! Ja, dann holen wir das da, holen gleichzeitig noch das Arktos Witwest. Ach du Heiliger und Dodri, eieieiei. Ich glaube, der macht uns völlig fertig, ne? Der ist mega schnell und ziemlich, ziemlich stark. Oh, ich bin gespannt. Okay, das Gürf hier mal getroffen, okay. Wir würden ihn auch tot kriegen, aber ich will's nicht riskieren. Dodri wird ich gar nicht eher physische Attacken, das heißt, Chanera wird jetzt geknechtet. Aber wir versuchen es einfach mal. Duplex Heap! Drsch, 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 drsch. Ja, es bringt natürlich wieder einen Scheiß, echt. Sorry, es bringt einen Scheiß. Ja, das knechtet uns heftigst. Es hat physische Attacken. Ab zu Kepler. Surfer, komm! Komm, Surfer, Junge. Mach es. Wuhu! Und? Oh nein! Wer, du tötest mich? Wer? Oh, wuhu! Yes! Nice, ist immer ein schönes Gefühl, wenn man einen tötet. Nicht mit Mew, also. Dude. Oh, ach, das geht ja noch weiter. Oh mein Gott. Er hat so viel. Ja, jetzt können wir ja schon gar nichts mehr hier. Was? Lass mal drinnen. Wir müssen mit Mew fertig machen. Das geht jetzt nicht anders. Komm, Mew, mein Schöner. Pfund. Pfund. Boah, nicht eigentlich Pfund. Ich kann auch eine stärkere nehmen, ne? So ist es nicht. 24 Ganze. Juhu. Was nehmen wir? Ja, mal Psychokinese, komm. Wusch. So, das war's mit dem Dodo. 288 und wir kriegen ganze 54. Juhu. Ich meine, gut, es läppert sich, ne? Ich lag also richtig. Es läppert sich. Inzwischen sind schon vielleicht locker 200 EP, die jeder bekommen hat. Also nicht unterschätzen diesen hervorragenden EP-Teil der ersten Generation. Ja. Yeah. Okay, Leute. So, das war's erstmal mit diesem Part. Wir machen fröhlich, munter und ja, flockig weiter im nächsten. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann macht das doch gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, Leute, Valadoeres und bis bald.